nach dem Unfall ist vor dem Umbau. Und die Versicherung hat gezahlt, Gott sei Dank. Es war ein Riesen hin und her. Ich stand angeblich im Halteverbot. Stimmt aber nicht, hat mein Anwalt alles geklärt. Versicherung hat bezahlt. Und ich dachte mir, ja, baust du mal dein Lenkrad um? Dein Lenker, nicht Lenkrad. Und jetzt kam ein tolles Paket. Und das Paket hier, das schleppen wir jetzt mal in die Garage und werden mal schauen, was für Teile ich mir bestellt habe, was für Lenker ich verbauen möchte, beziehungsweise welche Lenker zur Auswahl stehen. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, welchen Lenker ich haben möchte, welche Höhe, welche Breite, welcher Neigungswinkel. Da gibt es tatsächlich doch viele Dinge zu beachten, wusste ich vorher nicht. Ich habe ein Bike online gesehen, das fand ich ganz cool. Und da gefiel mir der Lenker sehr gut und das möchte ich auch haben. Aber erstmal ein Espresso und dann geht es los. Jo, da sind wir auch schon, ne? Heute mal mit der stabilen GoPro unterwegs, eben auf schnell. Was mir allerdings immer so ein Dorn im Auge war, war tatsächlich der Lenker. Ich finde den irgendwie von der Form, finde ich den irgendwie nicht so geil. Also ich muss ehrlich sagen, so ein Ape-Hänger ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ich habe früher fand ich einen Ape-Hänger auch richtig scheiße. Da habe ich gedacht, was kann man denn so fahren? Richtig doof, aber heute finde ich es irgendwie geil. Nachdem ich jetzt so ein paar VTs auch umgebaut gesehen habe, die auch so einen Ape-Hänger haben, finde ich das richtig cool und ich glaube, das gibt dem Motorrad auch eine ganz andere Optik. Ja, ich möchte die Brücke hier schwarz haben, die Brücke soll auch noch schwarz werden. Die Riser müsste ich auch tauschen, weil das halt sonst mit dem neuen Ape-Hänger dann zu hoch wäre. Armaturen sollen schwarz, die ja, CNC gefrästen Griffe sollen auch in schwarz. Ich habe jetzt hier schon mal den Spiegellenker. Wie heißen sie nochmal? Lenker, Blink, Lenker, Enden, Lenker, Enden, Blinker, Lenker, Blink, Blinker, Lenker, Blink, Enden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Blinker, der am Lenker sitzt, schon mal demontiert, weil der hier, wie gesagt, auch nach dem Unfall zerkratzt ist und ich finde das halt auch nicht mehr so state of the art. Da kommen auf jeden Fall neue Blinker. Da habe ich jetzt nämlich hier schon von Moto Gadget Emblaze. Ein wirklich so ein schöner, flacher Blinker. Ich glaube, das kann auf dem Bike ganz cool aussehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die, ob das das Finale wird, aber irgendwie habe ich da nichts Geileres gefunden. Und ich möchte halt eben wirklich ein Oldschool-Bike mit moderner Technik. Also den LED-Scheinwerfer, den habe ich ja schon. Hinten habe ich ja schon die Keller-Männer, die schönen. Leider auch ein bisschen zerkratzt. Egal. Ja gut, hier die Beule im Tank sieht man auch noch. Das wird demnächst repariert. Wie gesagt, die Versicherung hat bezahlt. Bedeutet, ich kann das Bike nach und nach reparieren. Auch der Auspuff, der wird gemacht. Da waren ja wirklich sehr, sehr viele Fragen, was das für einer ist. Es ist ein MCJ, der eigentlich für eine Harley ist, aber ja, für die VT umgebaut wurde. Ich sollte eigentlich natürlich die Riser jetzt erstmal abmachen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die kommen runter, es kommen diese neuen Kugelriser drauf. Wir gucken uns mal ganz kurz an. Probieren wir mal ein, so ein Ding hier auszupacken. In der Hoffnung, dass die passen. Ansonsten muss ich das irgendwie anpassen oder vielleicht doch nochmal zurückschicken. Aber die gefallen mir richtig, richtig gut. Und wie gesagt, theoretisch auch mit Kabeldurchführung. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, von Thunderbike selbst hergestellt. Wie gesagt, mit TÜV. Und die finde ich eigentlich ziemlich geil auf dem Moped. Ja, guck mal, wie viel Unterschied das ist von der Höhe. Das ist ja richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Ja, die sollen es auf jeden Fall werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie da reingeprügelt bekomme. Aber das kriegen wir schon hin. So, die Spiegel gefallen mir auch nicht mehr. Also die sind zwar so ganz cool mit dem Blau. Ups, okay. Okay, ja gut. Ach, die kann man auch so neigen. Ja gut, das weiß ich dann jetzt auch. Die gefallen mir aber nicht mehr. Deswegen, ich hätte dann gerne so, es gibt von... Da wissen die, Buildwell, von hier aus Bogen nach unten in rund, auch mit TÜV, also wäre das auf jeden Fall auch eine Alternative. Wie gesagt, das wird hier alles noch schwarz, wahrscheinlich pulverbeschichtet. Die neue Riser habe ich schon in schwarz bestellt, die Gabelbrücken, die werden noch schwarz lackiert. Tacho, das werde ich auch nochmal, das ist glaube ich auch irgendeine Sprühfolie. Auf jeden Fall kann ich das hier abkratzen und das werde ich auch nochmal neu machen, genauso wie den Scheinwerfer einmal neu
Hochglanz lackieren mit dem wunderschönen LED-Scheinwerfer. Was ich hiermit mache, das, keine Ahnung. Seile muss ich noch bestellen und ja, dann geht es weiter. Aber das machen wir auf jeden Fall, oder das mache ich auf jeden Fall im nächsten Video, denn ich denke, da werde ich auch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und mich würde interessieren, ob ihr das gut findet oder ob ihr das eher schlecht findet, ob ihr jetzt diesen angedeuteten Rackbar-Lenker besser findet. Und wobei mir das eigentlich ziemlich egal ist, weil mir muss es ja gefallen, ne? Aber erstmal teste ich mich jetzt mal durch die Lenker. Was haben wir denn hier drin, außer Papier? Okay, einmal einen Custom Chrome 12 Inch Ape. Ja, schon ganz witzig. Dann haben wir nochmal Custom Chrome 10 Inch Ape Feeling. Ja, das war's dann auch. Ich weiß es nicht. Einen Feeling Lenker. Auf jeden Fall. Und noch ein Feeling Lenker. Ah, okay, hier sind nochmal so Hülsen. Weil ich glaube, dass ich die wahrscheinlich bei meiner Gabel brauchen werde. Zack, gucken wir uns die Lenker erstmal an. Jo, ich habe mir ja mal 4 Lenker bestellt, weil ich jetzt echt nicht wusste, welche Größe ich haben möchte. 2 von Custom Chrome, 2 von Feeling. Soweit ich weiß, sind alle mit TÜV. Na, wobei bei den Feeling-Lenkern ist hier auf jeden Fall das TÜV-Gutachten mit dabei. Bei den Custom Chrome weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo der Längenunterschied sein soll. Okay, ja gut. Also hier wird es auf jeden Fall klar. Das eine ist, glaube ich, 12 Inch. Das andere ist 10 Inch von der Kröpfung. Also Kröpfung heißt, wie weit es nach innen geht und wie weit nach unten gebeugt. Ist es, glaube ich, gleich. Wobei ich glaube, dass der hier schon fast zu hoch ist. Ja, hier ein ähnliches Bild. Jetzt in der Folie schlecht zu erkennen, aber vielleicht so rum. Ja, also einer ein bisschen kürzer, einer ein bisschen höher. Jetzt habe ich hier die ganzen Lenker liegen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die oberen, sind beides Feeling-Lenker. Unten, das ist Custom Chrome. Ich muss jetzt echt jeden mal testen. Manche haben auch eine andere Kröpfung. Also die von Custom Chrome, die sind auch ein bisschen anders gebogen. Die sind eher, das ist jetzt schwierig zu sehen, die sind eher gerade. Und die von Custom Chrome, die gehen nochmal so ein bisschen nach unten von der Linie. Und da muss ich einfach schauen, was mir da besser gefällt. Ich mache das jetzt nochmal. Ein Feeling Ape Hänger Handlebar 1 Zoll Black 3. Keine Ahnung. Der müsste aber 10 hoch sein. Jetzt sagte mir der gute Verkäufer bei Thunderbike, schau, dass du nicht über die Schulter gehst. Ja, das heißt, ja, wäre schon, aber wenn ich so fahre, dann würde eigentlich gehen. Das wäre jetzt eine Höhe, die mir eigentlich schon gefallen würde. Also der kommt hier auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer. Ich habe jetzt gerade hier zwischen dem Tacho und mein Riser gesteckt. Das heißt, der würde hier noch ein bisschen tiefer kommen. Das wäre, glaube ich, von der Fahrhöhe gar nicht so schlecht. Ne, das war der 10 Zoll. Das war der 10 Zoll. Das hier wäre jetzt 12 Zoll. Dann hat man das Problem, dass halt dementsprechend ja, das Blut in den Armen so ein bisschen zu wenig ankommt. Und der, also 12 Zoll, glaube ich nicht. Wobei, den ich gefragt habe, wo ich das Bike gesehen habe, der hat mir gesagt, vom Riser aus ungefähr 30 cm. Oder von der Brücke. Ich weiß es nicht. Zumindest würde ich da ein bisschen gerader sitzen, außer ist jetzt so auch nicht besser von der Brücke. Weil mein Problem ist einfach, dass mir mittlerweile diese Position nach vorne einfach so nicht mehr so gefällt und das halt echt auf längeren Strecken ziemlich auf den Rücken geht. Aber egal, wir haben noch 2 andere Lenker. Ich nehme jetzt nochmal direkt den größeren, der ist auch nicht ganz so eingepackt. Vielleicht sieht man das dann hier einfach ein bisschen besser. So. Der von Feeling ist hier ein bisschen gerader und der geht hier ein bisschen weiter runter. Oh, ich weiß nicht, wie ich das finde. Auf jeden Fall ist hier 12 Zoll definitiv auch zu hoch für mich. 10 Zoll. Der von Custom Chrome in 10 Zoll. Der ist aber auch hier, glaube ich, ein bisschen kürzer. Also in der Breite ist er auch nicht ganz so breit. Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen gucken mit den Armaturen. Also wenn ich jetzt hier schaue. Okay. Ich muss ja schauen, dass ich diese Länge hier ungefähr habe. Also meine Griffe sind doch, glaube ich, relativ lang. Und hier ist auch ja, das Loch für die Kabelführung. Und wenn ich jetzt noch überlege, dass hier jetzt noch eine Schelle zwischen muss für den Spiegel, dann wandert die Armatur weiter nach hier hin. Das heißt, den werde ich wohl leider nicht nehmen können, weil hier einfach die Gesamtlänge zu kurz ist. Also fällt der auch schon mal raus.
Also ich nehme auf jeden Fall einen 10 Zoll Lenker. Ja komm, Junge. Und ich glaube, so von der Höhe sollte das eigentlich ganz cool aussehen. Auch, dass der hier gerade ist, gefällt mir ein bisschen besser als dieses Gekröpfte. Das fand ich jetzt nicht so geil. Auch von der Breite zur Brücke ist das eigentlich noch ganz cool. Also es wird der Feeling AH-HD3, was auch immer das heißt. Das Coole bei dem Lenker ist, dass ich hier eine Kabeldurchführung habe. Was ich auch schön finde, ist, dass hier wirklich der Halm sehr, sehr lang ist, dass die Armaturen bequem draufpassen mit meiner Schelle für den Spiegel und ich hier sowohl die Kabel für den Blinker, der hier dran kommen soll, montieren kann, als auch eventuell das Kabel hier durchführen kann und dann hier am Riser... Ja, warte mal, am Riser kann ich den gar nicht machen, weil der Riser sitzt ja hier. Ja, vielleicht bohre ich hier auch einfach ein Loch rein und dann sollte das funktionieren. Denn was mir nicht gefällt, sind diese ganzen Kabel hier. Also gut, klar, Gaszug, der muss verlängert werden, Bremszug muss verlängert werden. Auf der anderen Seite eine ähnliche Chose. Ich würde aber gerne diese Kabel hier, das ist einmal jetzt hier für den Starter und für, was ist das? Ja, Licht und Run. Den einmal in den Lenker verlegen, genauso wie das Blinkerkabel, was hier jetzt einfach so rumschwirrt. Auf der anderen Seite ähnlich, das heißt, die beiden würde ich gerne im Lenker verlegen, wobei die sind natürlich schon sehr, sehr dick. Fast einen kleinen Finger dick. Die müssen wir da irgendwie reingeprügelt bekommen. So, cool auf jeden Fall, dass der Feeling-Lenker mit GTÜ-Gutachten kommt. Allerdings ist es natürlich so, wenn ihr Lenker und Riser tauscht, Einzelabnahme. Ich meine schon. Erstmal muss ich das Motorrad aber noch mal ein bisschen ans Laufen bringen und dann kann es auch schon langsam an den Umbau gehen. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie das Endergebnis ist, wenn die ganzen Sachen pulverbeschichtet sind, der Lenker drauf ist, alles verkabelt ist und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Bobby Marlene Video. Euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen.